Ich habe Bubble Tea für dich gekauft. Wow, danke. Wer kommt denn noch alles? Niemand. Ich wusste einfach nur nicht, welchen du am liebsten magst. Der sieht doch ganz gut aus. Danke. Dankeschön. Einmal reinstechen. Okay, Zoe. Meine erste Entschuldigung war richtig kacke. Weil ich die ganze Zeit nur über mich geredet habe und über meine Unsicherheiten gelabert habe. Ich habe mich halt nicht wirklich bei dir entschuldigt. Aber ich will es nochmal versuchen. Ich bin auch nicht sofort zu dir gekommen, weil ich einfach richtig Angst hatte, was mit unserer Freundschaft dann passiert. Und ich will dich halt nicht einfach so schnell wieder aus meinem Leben verlieren, weil du bist eine unfassbar liebenswerte Person. Du bist super krass, du bist stark, du bist toll und ich mag unsere Freundschaft sehr und deswegen, ich hätte viel früher zu dir kommen müssen. Ja, voll. Aber ich habe auch so scheiß reagiert. Das hätte ich auch einfach sein lassen können. Nein, das war gut, was du gesagt hast und auch, dass du was gesagt hast. So, ich bin diejenige, die einfach zu feige war, den ganzen Shit abzubekommen. Nein, warst du nicht? So, das scheiß Arschloch hätte einfach nicht das Bild weiterschicken sollen. Ja, klar, aber ich war so scheiße schwach. Ich hätte stärker sein müssen. Ich hätte irgendwie. Du bist stark. Deine Rede beim Abi-Streich, die war mega stark. Das war einmal und mit Maske. Und die Mädels waren bei mir. Und außerdem habe ich auch geweint hinterher. Ja, und? Ich auch. Aber weinen hat doch nichts mit Schwachsein zu tun. Und du hättest das nicht machen müssen. Also sagen, dass du das bist auf dem Foto. Ich weiß. Aber ich wollte sagen, für mich. Ich glaube, so kann ich viel besser damit abschließen. Diese ganze Finn-Sache, das war alles gar nicht so easy für dich, oder? Ein ganz kleines bisschen vielleicht. Ja. Alter, ich war so tief drin in meinem Chaos, ne? Ich war so blind, ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Wahrscheinlich wollte ich es auch nicht checken. Ich war froh, dass du meintest, es wäre okay, aber ich wollte ja auch gar nicht, dass du das checkst. So. Ich wollte wirklich cool damit sein. Du hast echt diese Superpower, dass bei dir stark sein wie das Einfachste der Welt aussieht. Das ist die Spezialität des Hauses. Aber ich meinte das wirklich ernst, dass ich finde, dass sie gut zusammenpasst. Ja. Es ist gerade alles ziemlich kompliziert. Aber ist das nicht gerade irgendwie so das Schöne am Anfang? So dieses Aufregende und das ist doch nice am Verliebtsein. Also, keine Ahnung, so ist das halt gerade bei Yara und mir. Ja gut, ihr seid aber auch einfach mega cute zusammen. Aber nicht so cute wie wir beide, das Power-Couple. True, wir können auch ganz cute sein. Wobei Power-Couple ja, ich weiß nicht, die ganze Sache mit den Büchern, das wurde ja irgendwie nicht so richtig gecheckt. Ja, keine Ahnung, die haben es halt einfach nicht verstanden so. Aber dass Leute die Aktion mit den NS-Verbrechen vergleichen, finde ich schon echt krass. Ja, krasse Verharmlosung. Ich meine, ich bin total froh, dass wir den Mund aufgemacht haben. Ich will nur irgendwie noch mal drüber reden. Ich habe immer noch das Bedürfnis, uns zu erklären, so, oder was wir damit sagen wollten. Weil während der Romantik gab es halt so Autorinnen wie Günderode oder Sophie Moreau, die haben darüber geschrieben, wie scheiße sie das Frauenbild finden von Schiller und so. Die gab's damals schon. So, darüber könnte man reden. So. Okay, dann müssen wir das der Steinbeck einfach mal sagen. That's what I mean. Ey, komm mal jetzt her. Weißt du eigentlich, wie scheiße schwer das ist, auf dich sauer zu sein? Können wir es bitte nie wieder machen?
Glaubst du, wir können 2 von den Bubble Tees zurückgeben? Das ist irgendwie arg viel Plastik. Vielleicht? Okay, vielleicht sollten wir sie zumindest trinken und dann vielleicht kann ich mit dem Plastik noch was machen.